Wie ist der aktuelle Stand der Mannschaft? Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie sehen? Wie die Form der Mannschaft ist? Wie sieht das aus? Wir haben in der Vorbereitung gut gearbeitet. Man sollte immer aufpassen mit großen Hymnen vor dem Anpfiff. Und ich denke, insgesamt haben wir uns gut vorbereitet. Aber letztlich wird sich die Form immer nur in einem Pflichtspiel überprüfen lassen. Im Training machen die Jungs einen ganz guten Eindruck. Wie ist Ihr Eindruck vom Gegner, der jetzt am Sonntag auf Sie zukommen wird? Ja, in der zweiten Hälfte der Vorrunde besser in die Liga gefunden. Haben wir lange gewartet dann auf ihren Sieg. Dann mit dem Sieg dann im Derby in Wolfsburg ging es dann ein bisschen besser. Und sie sind eigentlich nahe dran an den Relegationsplätzen zumindest. Wir haben sie auch im Trainingslager die Gelegenheit gehabt, mal einmal zu beobachten. Ja, sie werden sehr einsatzfreudig, wie gewohnt, mit einer guten Mentalität hier auftreten. Haben vor der Winterpause Hoffenheim geschlagen. Sie haben gegen Leverkusen gewonnen. Sie haben gegen Wolfsburg gewonnen. Also es zeigt schon, wer Braunschweig unterschätzt, wird nachher wahrscheinlich nicht nur mit einem, sondern mit zwei blauen Augen das Spielfeld verlassen. Dennoch ein Heimspiel zum Auftakt der Rückrunde ist ja wahrscheinlich dann auch ganz gut für Ihre Mannschaft, oder? Auch das nehmen wir so, wie es ist. Wir haben eigentlich noch ganz gute Erinnerung ans letzte Heimspiel hier vor Weihnachten gegen Leverkusen. Und wenn wir da einfach weitermachen könnten ab der ersten Minute mit der Stimmung, mit dem Spiel, käme uns das eigentlich sehr entgegen. Ja. Wie wichtig war das jetzt, dass die Torwartfrage erstmal endgültig entschieden worden ist für die Stimmung in der Mannschaft, für Sie persönlich? Manchmal habe ich den Eindruck, dass es von außen wichtig ist, dass es entschieden ist, wie für uns. Wir haben eine von vielen sportlichen Entscheidungen, die du im Lauf so einer Vorbereitung treffen musst, getroffen. Das haben wir getan und jetzt habe ich noch einige Entscheidungen bis Sonntag zu treffen.